Herzlich willkommen zu einem neuen Expand-Video. Ich spreche heute darüber, wie Mose seinen Auftrag von Gott bekommen hat und was das für dich bedeutet. Als Gott Mose begegnet ist, ist genau das nicht passiert. Wenn Gott kommt, kann er alles außer Kraft setzen. Er kann Naturgesetze außer Kraft setzen, er kann deine Ängste außer Kraft setzen, deine Zweifel. Wenn sein Geist kommt, wird alles verändert. Und was denkst du, was Mose gefühlt hat, als er Gott begegnet ist? Als Gott gesagt hat, Mose, komm nicht näher, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Vielleicht war es Angst, die Mose gespürt hat, als Gott ihm begegnet ist. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass es negative Angst war. Ich denke auch, dass Trauer und Wut und Ärger keinen Platz mehr hatten. Vielleicht hat er einfach Freude gespürt. Church. Ich glaube, es war noch viel mehr als das. Unvorstellbar? Dann schauen wir uns das mal an. Los, meine Schafe, los, 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 weiter, weiter, wir müssen den Berg rauf, weiter geht's, weiter geht's. Oh, krass, krass, da brennt was, bleibt mal alle stehen, bleibt mal hier, hier alle stehen. Ich gehe da mal gucken. Was ist denn das? Da sind Flammen, aber da brennt ja gar nichts ab. Da brennt ja überhaupt nichts ab, wie geht das denn? Oh, da muss ich mal schnell hingehen. Bleib mal hier stehen, ich gehe noch mal näher dran gucken. Mose, komm nicht näher. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Oh, krass. Krass, wer hat denn da gesprochen? War das Gott? War das Gott, der zu mir gesprochen hat? Oh, es ist so hell, ich kann ihn nicht ansehen. Ich muss meine Augen verdecken, es ist so hell. Oh, krass, ich glaube, das war Gott, der zu mir gesprochen hat. Wie heftig ist das denn? Ich glaube, Mose hat eine tiefe Ehrfurcht gespürt, als Gott zu ihm geredet hat und ihm begegnet ist. Und ich glaube, diese Ehrfurcht war größer als jedes Gefühl. Und ich glaube, es war besser als alles, was er je erlebt hat. Und es hat alles verändert in seinem Leben. Ich glaube, es war auch größer als die beste Freude, die du je erlebt hast. Und in dem Moment, als Mose so ergriffen war von seinen Worten und von Gottes Gegenwart, da hat Gott ihm sein Herz ausgeschüttet. Er hat gesagt, ich habe den Schmerz von den Israeliten gesehen. Ich kenne ihr Schreien, ich habe gesehen, wie sie leiden und ich will sie aus dieser Situation retten. Und Mose bekommt Angst und sagt, wer bin ich denn, dass ich dir dabei helfen soll, dass ich dahin gehen soll und die Israeliten rausholen soll aus dieser Situation. Und Gott gibt ihm ein starkes Versprechen. Er sagt, ich bin mit dir. Und in anderen Übersetzungen heißt es auch, ich will mit dir sein, ich werde mit dir gehen. Und ich gebe dir ein Zeichen. Das finde ich so stark. Vielleicht wünsche dir das gerade, dass du auch so ergriffen bist von Gottes Gegenwart. Dass du ein klares Versprechen hörst oder eine tiefe Ehrfurcht spürst oder ja mehr als ein Gefühl erlebst von ihm in deiner Situation. Überleg dir mal, was es verändern könnte in deinem Alltag und welche Auswirkungen es haben würde in deiner Situation, wenn du so ergriffen von Gott bist, wie Moses damals war, in seiner Situation. Ich kann dir sagen, dass es auf jeden Fall nur Gutes bewirken wird. Ja, dass Gott Großartiges daraus machen würde. Ich habe das einmal erlebt, dass ich eine ganz konkrete Angst in meinem Leben gesehen habe und die war so stark, dass ich dachte, die muss ich jetzt wegräumen. Irgendwie stört die mich, irgendwie passt die jetzt nicht mehr hin, irgendwie muss die weg. Und ich war damals in einer Jüngerschaftsschule und bin zu meinem Lehrer gegangen, den wir in der Woche hatten, und habe gesagt, hier, so sieht's aus, können wir mal dafür beten. Und er hat gebetet und ich habe mich umgedreht und es war wie wenn eine Mauer weggefallen ist. Als wenn ich irgendwie freier sehen konnte. Es war ganz komisch und ich wusste nicht, was es war.
Und ein paar Wochen später lag ich am Boden und wusste nicht, was passiert. Ich konnte nicht aufstehen, weil ich so ergriffen war von Gottes Gegenwart. Und es war einfach so krass, dass ich nicht mehr aufstehen konnte. Ich sage euch, das war kein einfaches Gefühl und es war nicht einfach, ja, eine Freude. Es war krasse Ehrfurcht und ich war so ergriffen davon, dass es auch alles verändert hat in meinem Leben. Und ich glaube, es ist gut, aber ich glaube, es war auch erst der Anfang. Und Gott möchte das auch machen bei euch, egal wo ihr gerade steckt, egal ob es euch schlecht geht oder ob ihr vielleicht einfach nur gelangweilt seid in eurer Situation, ob euch irgendwas fehlt. Gott möchte das auch tun. Und ich möchte euch ein paar Fragen stellen, was ihr machen könnt in eurer Situation, um Gott mehr Raum zu schaffen und ihm mehr Raum zu geben, um vielleicht was wegzuräumen, wo ihr merkt, das hindert mich daran, von Gott mehr zu erleben. Vielleicht gibt es symbolische Steine in deinem Herzen. Das könnte zum Beispiel Angst sein, so wie Mose gesagt hat, ich bin zu klein, Gott, um das zu tun. Aber es könnte auch etwas ganz Kleines sein, was dich jeden Morgen nervt. Oh, ich habe schon wieder verschlafen. Ich habe schon wieder die Aufgaben von der Schule, die ich jetzt alle online machen muss, nicht früh genug angefangen. Und dann ist der Tag so ein bisschen verstrichen und ich war an meinem Handy. Vielleicht so kleine Sachen, die dich nerven. Oder so ein Brocken, der dir jeden Tag sagt, du bist zu klein, du schaffst das nicht. Und vielleicht sind auf diesen Brocken in deinem Herzen auch noch Gewohnheiten gewachsen, dass du jeden Tag darüber nachdenkst und es einfach nicht aufhört. Vielleicht geht es dir manchmal genauso wie Mose, dass du denkst, ich bin zu klein, ich schaff das nicht, wie soll ich das nur machen? Die zweite Frage ist, was traust du Gott zu, was er in deinem Leben tut, was er für dich in deiner Situation tut? Und außerdem, vertraust du ihm, dass er dich nicht überfordern wird, dass er dich mit seinem Geist auch nicht überfordern wird, dass der Heilige Geist, wenn er dich mit seiner Liebe überschüttet, dir nicht zu Großes aufladen wird? Was ich erzählt habe, was ich mit dem Heiligen Geist erlebt habe, als ich nicht mehr aufstehen konnte vom Boden, das klingt vielleicht erstmal krass und vielleicht auch ein bisschen beängstigend, aber in dem Moment war einfach alle Angst weg. Ich hatte Freude, aber ich war einfach tief ergriffen und ich kann es nicht beschreiben, aber es war einfach nur positiv und genau das wünsche ich dir auch. Ich lade dich außerdem ein, Zweifel, so wie Moses hatte, als er zu Gott gesagt hat, ich bin doch zu klein dafür, was du mir hier gerade aufträgst, dass du diese Zweifel vor Gott bringst und dass du das aussprichst, wo du in deiner Situation zweifelst, damit Gott noch mehr Raum haben kann und dir gleich antworten kann, wie er es bei Mose gemacht hat und gesagt hat, ich bin bei dir und ich gebe dir ein Zeichen und werde mit dir sein. Vielleicht hast du auch einen Freund, den du fragen kannst, was sind Steine in meinem Leben, die ich wegräumen kann, um Gott mehr erleben zu können. Und vielleicht hast du auch Lust, eine Challenge zu starten mit jemandem, wo ihr euch vielleicht jede Woche daran erinnert, Gott um Hilfe zu beten, euch Steine in eurem Leben zu zeigen oder euch gegenseitig daran zu erinnern, dafür zu beten, dass ihr noch mehr in eurer Situation von Gott erlebt. Ja, und ich möchte jetzt einfach noch dafür beten. Papa, ich danke dir, dass du Großes mit uns vorhast, dass du uns immer noch mehr geben willst von dir und von deiner Liebe und nie mehr, als wir tragen können und dass du uns nie überforderst mit deinem Heiligen Geist. Und dass du, Heiliger Geist, sanftmütig bist, aber einfach auch so krasse Veränderungen bringen kannst und uns deine krasse Gegenwart zeigen möchtest. Und ich bete, dass wir das noch mehr erleben und dass es unsere Situation verändert, Sorgen und Zweifel wegnimmt in unserem Leben und dass wir dich jetzt und hier noch mehr erleben können. Amen.